Herzlich willkommen zu Inside Game with Me. Mein Name ist Suave Mente und das ist wie versprochen die zweite Folge von The Forest in der Version 003. So. In der letzten Folge haben wir uns durchgeschlagen durch den Wald und haben uns eine Position gesucht. Hier an so einem schönen idyllischen Mammutbaum. Vielleicht bietet er uns ja etwas Schutz vor Einsicht, zumindest aus der einen Seite. So, wir haben gut gegessen. Unser Inventar ist noch da. Das heißt, das Speichern funktioniert. Das ist wunderbar. Das Laden funktioniert auch. Dann gehen wir mal ans fleißige Rohstoff sammeln und holzen ein paar Bäumchen ab. Oh, naja, ich sollte vielleicht auf die andere Axt wechseln. Ach, sie ist schon wieder nicht da. Gut, die kann man sich craften, weil Steine sind zumindest sichtbar. Das heißt, wir können uns die wieder craften. So ist es alles spielbar. Es ist nicht schlimm, wenn ein paar Gegenstände verloren gehen, aber die existenziellen Gegenstände, die sollten natürlich drin bleiben, weil es ist so mühsam, wenn ihr die Steine nicht mehr im Inventar seht und dann könnt ihr einfach nichts mehr craften, was mit Steinen zusammenhängt. Ihr könnt zwar noch Gebäude fertigstellen, die ab und zu dann auch wirklich abgeschlossen werden können, aber ab und zu auch nicht und das hat wirklich schlimm genervt, also um das mal freundlich auszudrücken. Das Video soll ja jugendfrei bleiben. Versuchen wir mal die Mauer hier erstmal fertigzustellen. Und eine kleine Palisade hier zu ziehen. Ach, ist lustig, dass hier die Stämme unten am Berg liegen. Mal gucken, ob die schwimmen, dies in der Version, weil in der letzten Version sind die einfach unter Wasser verschwunden, die Stämme. Das war auch eine lustige Angelegenheit. Mit dem Feuer hier vorne, das könnte eigentlich schon ein guter Eingang werden, aber wir bauen den Eingang, glaube ich, in die Richtung. Obwohl, das ist egal, oder? Ach, das überlegen wir uns gleich. Wir bauen erstmal. Immer diese Selbstgespräche, nein. So. Düster ist es. Es ist immer noch Nacht, obwohl wir gespeichert haben. Also lang hat er noch nicht geschlafen, der Typ hier. Aber ist auch, glaube ich, verständlich, denn stellt euch vor, ihr werdet mal so mitten im Wald abgestürzt irgendwo. Seid hier auf einer Insel. Und tja, ich glaube nicht, dass wir die ersten Nächte schlafen könnten. Ist schon besser, direkt schon mal hier eine befestigte Stellung zu bauen, damit man hier überlebt. Vor allem, wenn man diese Nucky Dice sieht, die einem dann den Sonnen entführen oder so. Nee. So. Da ist nix. Das sind, glaube ich, die Hasen, die hier manchmal langlaufen, die ich so höre hier. Oh, da war was. Da habe ich doch was gehört, definitiv. Das war ein Klavierseitenspiel hier. Das ist definitiv irgendeine einheimische Gestalt. Springt hier, glaube ich, von Baum zu Baum und schmeißt Stein. Oh. Was ist das? Da oben ist er. Da sind zwei Stück. Oh Gott. Drei Stück. Ihr Nucky Dice. Schnell weg hier. Noch legen wir uns jetzt nicht mit euch an, wir haben nichts in der Hand hier. Außer unsere kleinen Axt. Selbst gecraftet, ich renne allen durch euch durch. No fear. Oh. Immer diese Klänge dabei, das ist so schrecklich. Ich hau mal ab zum Strand, vielleicht finde ich ja was. Vielleicht finden wir ja was. Wäre nicht schlecht zu finden, aber
Das steht irgendwie nicht mehr hier. Der Katamaran. Hier ist auf jeden Fall ein Eingang in die Höhle. Der war damals auch schon da. Medizin. Wir laufen jetzt mal völlig im Dunkeln. Mit der Hoffnung, dass die uns weniger sehen. Und es ist auch schon ziemlich kalt. Oh, Münzen. Und Koffer. Also die Sachen liegen hier wieder. Wenn jetzt das Boot hier auftaucht, wäre das wunderbar. Doch, es taucht hier gar nichts auf. Die Stelle, wo die Sachen liegen, sind da. Aber das Boot ist nicht mehr da. Was vorher da war. Also das Boot ist weggepatcht worden mit dem Kassettenspieler. So wie das ausschaut. Da gab es immer einen Kassettenspieler und unterm Boot lag immer so eine Flairgun. Aber die sind wohl nicht mehr da. Dann bauen wir mal kurz eben hier ein Feuerchen, weil es ist ziemlich kalt. Hier reicht auch so ein kleines für. Ich hoffe, wir haben genug Rohstoffe dabei. Bauen das mal hier in die Ecke. Ja, es geht. Sehr gut. Können wir uns hier kurz was zu essen grillen. Wir können uns auch eigentlich hier einen sekundären Platz einrichten, wo wir übernachten können, falls hier die Fische noch im Wasser sind, weil wenn die Fische hier im Wasser sind, dann suchen wir uns hier nachher nochmal so eine angespitzte Speergeschichte und dann können wir mit dem Speer hier fischen. Angespitzte Speergeschichte, mein Gott. So ist es. Ich bin noch neu in der Aufnahme, tut mir leid, wenn es ab und zu mal ein bisschen blöd klingt. Es ist komplett natürlich. Zumindest sind wir uns nicht gefolgt, so wie es aussieht. Wenn wir hier aufgegessen haben, gucken wir mal hier, was hier im Wasser so glänzt. Zack. Dann schauen wir mal nach. Fläschchen, die kann man gut gebrauchen. Ich schalte mal das Licht ein für euch. Oh, dann macht eine Taschenlampe. Na, viel mehr sieht man jetzt auch nicht. Zumindest liegen hier Fackeln rum. Und es ist warm. Wir haben genug gegessen. Es wird zwar anfangen zu regnen, aber wir können mal schauen, was hier so vorne liegt. Und warum ist das Boot weg? Oh, ein anderer Ton, wenn man im Wasser ist. Das ist was Neues. So. Na komm, ich mach das Feuerzeug wieder aus. Das ist ziemlich unrealistisch. Ich würde im wahren Leben auch nicht mit dem Feuerzeug durch die Gegend rennen. Und mit so einem Tennisball sowieso nicht. Also schmeißen wir den mal irgendwo nach vorne. Weg mit ihm. Wir sammeln erstmal hier weiter fleißig ein. Ja, aber Fischchen sind schon mal hier. Das bedeutet, hier ist ein guter Spot einzubauen. Und letztens hatte ich hier einen riesen Vor aufgebaut, zweistöckig. Und auf einmal wurde das Wasser so hoch, dass er über das Vor weggeschwommen ist, obwohl ich zweigeschossig gebaut habe. War man weg. Oh Gott.
Ist dunkel. Wir laufen mal zum Feuer. Ich sehe nichts. Nichts außer das Feuer da vorne. Unglaublich dunkel. Schnell, schnell, schnell. Wir bauen hier mal einen Unterstand und schlafen. Dann ist es hoffentlich helllichter Tag. Und wir können mal nachher schauen, ob wir hier ein bisschen Essen fischen können. Also Fische fischen, um Essen zu können. Meine Ausdrucksweise ist momentan wieder unter aller Sau. Ich sehe nichts, lauf blind dem Wald entgegen. Und hoffe, dass ich Stöcker finde. Doch ich finde nur Steine. Aha, da haben wir Stöckchen. Der Anker war schon vorher da. Da ist der zweite Strand. Hier ist ein Speer. Den kann man gut gebrauchen. Pillen. Körperteile. Oh, ein Kopf. Aber hier sind gute Ausrüstungsgegenstände, ja. Medizin. Wir müssen gleich mal den Stand da oben fertig bauen zum Speichern. Damit es eventuell endgültig Tag wird, weil so langsam wird es Tag. Wir bauen mal die zweite Baustelle erstmal fertig. Dazu brauchen wir bestimmt noch ein paar mehr Stöcke. Für den Fall des Falles schon mal die Axt in die Hand nehmen. Oh, was haben wir da alles eingesammelt? Flares, Coins, Medikamente, Feuerzeug haben wir sowieso. Alkohol, Soda, zu wenig Snacks diesmal. Steine und Leaves, okay. Oh, ein Häschen. Blitzschnell erledigt. Wir brauchen mehr Stöckchen. Na, da haben wir es doch. Was ist das? Ein giftiger Pilz. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Oh, es wird schon wieder Tag. Ich liebe es, wenn es hier Tag wird und es so hell wird. Das sieht so schön aus. Dann bauen wir mal eben schnell hier das zweite kleine Mini-Speicherpünktchen zu Ende. Zack. Hoffentlich. Oh, verdammt viele Blätter. Nein, immer noch nicht fertig. Hauptsache, wir haben hier schon mal einen zweiten kleinen gesicherten Punkt und können hier angeln. Denn hier sind Fische. Yep. Das machen wir in der nächsten Folge. Jetzt machen wir schnell den Punkt fertig. Speichern das noch. Und dann haben wir die erste Nacht erfolgreich überstanden. Wir haben unseren Hauptplatz da oben mit der ersten Palisade ausgestattet. Kleinen zweiten sekundären Bauplatz hier vorne direkt am Strand beendet.
damit wir für den Fall des Falles einen Speicherpunkt haben. Wenn uns irgendetwas Unvorhergesehenes, naja, sagen wir mal, wenn die Naki Dyson angegriffen haben und wir... Oh, guck mal, hier ein zweiter Teich. Nicht schlecht. Das ist ein Stein. Ich dachte, da glänzt was Besonderes. Okay, Speer haben wir schon. Also falls uns irgendwas Unvorhergesehenes da vorne angreifen wird, also sprich die Naki Dysons attackieren, haben wir zumindest einen schnellen Speicherpunkt, wo wir hinrennen können und saven können, damit wir nicht alles auf einmal wieder verlieren. Versuchen wir uns mal hier durchzukämpfen in der wilden Wildnis. So, das müsste doch jetzt eigentlich gereicht haben. Jep. Und da ist der zweite Speicherpunkt mit einer kleinen Feuerstelle. Direkt hier als Jagdplatz am Strand. Ist doch schön hier. So. Vielen Dank, Leute, fürs Zusehen. Das war die zweite Folge von The Forest. Mein Name ist Vagamente und ich hoffe, wir sehen uns wieder.